Ja, willkommen zurück hier zu einer weiteren Runde Graveyard Keeper und einiges passiert in der Zwischenzeit. Ich habe ordentlich gefarmt und ausgebaut. Ich muss mal schauen, habe ich noch irgendwas zu futtern? Was habe ich denn hier zu essen dabei? Gar nichts, das ist nicht so gut. Warum eigentlich nicht? Sekunde mal. Ich brauche dringend was zu futtern. So. Das hätte ich vielleicht noch vorher machen sollen. Ja, wie man sieht, hat sich hier einiges verändert. Ich habe Dinge gebaut. Ich habe einen zweiten Ofen gebaut. Den Ofen 2. Da kann ich dann jetzt Stahlbarren herstellen. Was schon mal sehr gut ist. Ich habe kein Feuerholz mehr. Das ist nicht so gut. Und ich habe einen Ofen 3 mittlerweile auch gebaut, wo ich dann hier auch solche tollen Gefäße herstellen kann. Musste ich alles bauen. Allein schon für die ganzen Sachen im Keller. Und ja, also wie man sieht, ich habe hier ausgebaut. Das ist hier übrigens der Steinschneider Nummer 2. Mittlerweile habe ich auch schon 4 Zombies, die für uns arbeiten gehen. Und zwar 2 bei dem Sägewerk und 2 im Steinbruch. Das heißt, da bekommen wir jetzt auch immer Kohle. Also Rohstoffe. Mann, Kohle, ja. Genau, bekommen wir jetzt immer Rohstoffe. Ich musste den einen hier unten abziehen, weil ich habe bisher halt nur 4 Zombies. Ich brauche mehr Zombies. Und dafür brauchen wir aber halt Gebetspunkte. Und dafür können wir die Kirche erweitern, sobald es wieder Sonntag ist. Hier, unser Friedhof sieht jetzt auch schon schön aus. Also, ich habe storymäßig nichts weiter gemacht. Wie gesagt, storymäßig habe ich jetzt nichts gemacht. Keine Quests und so, sondern nur halt ausgebaut. Auf diesem Friedhof liegt jetzt keine Leiche mehr mit einem roten Skull. Die sind alle auf Maximum hier, also das Maximum, was ich rausholen kann. Hier sind nur, das ist der schlechteste von allen. Den werde ich irgendwann, denke ich mal, noch ausgraben. Hier, das ist sehr schön. Das bringt uns ganze 12 Punkte. Übrigens habe ich hier noch Rasenfläche und so hingebaut. Wie man sieht, bringt hier auch unterschiedliche Punkte und Blumen. Das ist eine Urnen. Wo steht es hier? Steinerne Urnenhalle. So. Die baut man aber einfach nur, da kommen jetzt keine Urnen rein oder so, sondern, also da kommen schon Urnen rein, aber jetzt nicht, dass ich dafür Leichen verbrennen müsste, sondern die Urnen, die baue ich einfach da am Haus. Kann ich die mit Asche und Keramikschale, kann ich da Urnen basteln. Hier kann ich auch noch irgendwelche Gebetsbänke hinbauen, die habe ich aber noch nicht, weil ich dafür Bücher brauche. Jedenfalls haben wir jetzt 168 Qualität. Ich habe auch bereits die Bauerlaubnis für die Kirche gekauft. Wir müssen sie nur noch bauen. Hier haben wir jetzt gerade 7 Dinger, 7 Blätter. Das heißt, wir warten, bis der Bischof da ist und dann können wir die Kirche endlich ausbauen. Da freue ich mich schon drauf. Unten habe ich natürlich auch weiter ausgebaut. Wir gehen mal rein. Und zwar hier haben wir jetzt, ich weiß nicht, ob ich das schon hatte, hier habe ich auch wieder noch neue Tische. Das sind ja die Sachen, die wir gefunden haben unten im Dungeon. Da müssen wir heute auch noch hin in der Aufnahme. Eine Alchemiemühle. Hier kann ich irgendwas malen. Ich weiß noch nicht, was das denn bringt im Endeffekt. Weißer Staub. Ich schätze mal, mit dem weißen Staub kann ich dann warum kein Knochenpulver? Ich schätze mal, mit dem weißen Staub. Warte mal, was bringt das? Ölschleim. Also irgendein Mist. Das ist übrigens hier alchemitisch Stufe 1. Also, ja. Was auch immer uns das alles bringen mag, wir werden es sehen. Noch kann ich da nichts zu sagen. Großartig. Hier haben wir einen Handmischer. Da kann ich auch wieder irgendwas mischen.
Da kriegen wir alle irgendwelche komischen Sachen raus. Ich kann damit aber noch nichts anfangen. Hier habe ich hingebaut einen Einbalsamierungstisch. Da kann ich aber auch noch nichts machen, weil ich habe nichts zum Einbalsamieren. Die Stoffe, die muss ich noch irgendwie herstellen können. Das ist der Auferstehungstisch, den kennt man ja schon. Dann habe ich hier jetzt eine Kühlschrankpritsche. Da vergammeln die Leichen mal gar nicht mehr. Auf den anderen Pritschen und so sind sie ja sehr langsam kompostiert. Hier aber wohl gar nicht, glaube ich. Und jetzt habe ich hier auch ein Regal, was ich hinstellen kann. So, wir haben jetzt hier noch den Vorbereitungsplatz 2. Den kann ich jetzt mittlerweile bauen. Und den Einbalsamierungstisch 2, den müsste ich jetzt auch bauen können. Stimmt. Vorbereitungstisch 2. Den stelle ich mal dahin. Guck mal. Ich kann nicht auf dem Schirm, dass ich den bauen kann. Ich weiß nicht, was man hier, inwieweit der besser ist. Sieht ein bisschen hochwertiger aus, ist halt nicht aus Holz. Und da brauche ich noch so einen Kolben. Achso, ich habe 3 dabei, okay. Und ich brauche noch mehr Holz. Hatte ich hier noch irgendwas? Nee. So. Des Weiteren, ich muss mal hier eben abfarmen. Aber wir brauchen dringend was zu futtern. Was habe ich denn an Geld? Wir haben ja echt viel Geld. Wir können uns auch was kaufen. Weil das alles immer so lange dauert. Und es wird ja auch immer weniger hier. So, mehr... Ja, das war's schon. Leider. Das kann ich da abgeben. Naja, immerhin 50. Wir haben hier wieder Maden. Die Maden im Speck. Wir können auch Fisch kaufen. Ich kann jetzt auch, glaube ich, schon eine neue Angel kaufen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Achso, das Einzige, was zwischendurch passiert ist, kurz, da habe ich irgendein Event getriggert, nachdem alle Leichen die roten Köpfe weg hatten, kam dieser komische Geist hier, der hier, Jorik, und hat mir sein Leid geklagt. Also der hat nur gesagt, wie schlimm alles ist und dass es ihm leid tut. Also nichts Spezielles. Und da ist nämlich ein Blitz einfach um Friedhof eingeschlagen. Ja, das war so ein kurze Cutscene, die getriggert war. Aber war jetzt nichts Weltbewegendes. Hat jetzt auch nichts weitergebracht. Die wurde halt automatisch getriggert. So, ich meine mal hier, wir brauchen noch mehr Feuerholz. Hier habe ich übrigens noch eine Papierpresse gebaut, die ich aber auch noch nicht benutzen kann. Und ja, wie gesagt, ich habe hier Technologien weiter erforscht. Was haben wir denn jetzt hier? Alchemitisch Stufe 2, das ist ja schon mal nicht schlecht. Da kann ich auch, oh, da können die Zombies auch noch was machen. Zersetzter Tisch für Zombies, keine Ahnung. So, hier haben wir, können wir jetzt Ohren herstellen. Hier sieht man, ja, habe ich einiges noch dazugelernt. Weiche Kirchenbänke können wir jetzt auch bauen. Da brauchen wir aber halt noch andere Sachen für. So wirklich bauen kann ich die noch nicht. Druckerpresse bringt mir jetzt auch noch nichts. So, was kann ich hier noch machen? Ein Brauplatz. Amboss. Amboss 2 wäre ganz gut. Aber ich brauche jetzt dringend die neue Werkbank hier. So, und dafür fehlen mir eigentlich nur rote Punkte. Na, die müssen wir doch zusammenkriegen. Das darf ja nicht so schwer sein.
So. Das brauchen wir auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt hier, ich mache mal uns ein bisschen... Wir machen mal Mehl. Und wir gehen gleich mal zur Hexe. Ne, nicht zur Hexe. Wir müssen mal in die Stadt. Wir brauchen ja für die Hexe diesen komischen Kessel, den ich beim Schmied kriegen soll. Ich bezweifle nur, dass der Schmied das mir verkauft. Weil ich denke mal, dafür muss der ein höheres Level haben. Und ich weiß nicht, ob das so einfach geht. So, das wird alles nicht reichen hier. Wir schlafen mal. Und dann, wo müssen wir denn noch hin? Die Hexe, der Schmied. Wir müssen auf jeden Fall, wenn es soweit ist... Ich fühle mich erfrischt. Wir müssen auf jeden Fall zum Verbrennungsplatz wegen dem Inquisitor. Kein Wasser mehr. Zum Inquisitor müssen wir auf jeden Fall. Mann, ey, das hätte ich alles mal machen können. Aber ja gut, man kann so vieles machen. Hey, was geht denn das hier nicht jetzt? Man kann so vieles machen hier. Das ist schön. Hier kommen die ganze Zeit irgendwie Zombies und bringen mir Holz und Stein. Ich finde das sehr gut. Die sind zwar sehr langsam, aber wenn ich, solange ich mich nicht darum kümmern muss, ist das echt super. Was ist das eigentlich? Achso, das ist die Bauerlaubnis, ja. So. Warum kann ich nicht mehr aufnehmen? So, jetzt aber. Dass man das nicht schneller machen kann hier. Oh. Nicht genügend Wasser, na egal. Oh Gott, 27 Mal. Das kann ja dauern. Wenn ich da jetzt wenigstens was Rotes für bekommen würde, würde das ja mal auch was bringen. Leider geht das nicht toll. Jetzt stehe ich hier die ganze Zeit und backe Kuchen. Teig. Also da kriegen wir ja einiges an Punkten. Mann! 14 noch. Ich meine, gut, das geht ja recht flott. Aber wir müssen jetzt schon wieder pennen. Ah. Nicht genügend Energie. Außerdem habe ich diesen Mist hier die ganze Zeit dabei. Und ich bin auch so voll. Kein Glas mehr. Nicht mehr. Wir schlafen. Also für den neuen Almbalsamierungstisch brauchen wir noch Glas, dafür brauchen wir noch Sand. Ja, da fehlen uns Ressourcen. Stahlbahn haben wir ja zum Glück. Wirklich sehr viel Teig. Das gibt dann auch hoffentlich viel Brot. Einer geht noch. Hier haben wir noch 600. Wow. 100. Nein! Ach, warum hört denn der einfach auf? Shit. Na gut. Ist ja auch egal. Ich tue die Sachen hier rein. Die anderen Sachen nehme ich mal eben mit.
Hier habe ich noch 800. So, wir machen noch ein paar Scheite hier. Da lief es ganz gut. Für die Keile brauchen wir die. Zum einen. Pack die mal wieder zurück. So, da kann ich Keile draus machen. Zum einen. Achso, Brennholz, ja, lasse ich mal eben. Holzplanken. Braucht man nämlich auch noch. Ja, pass mal auf. Ach, ich habe schon vorbereitet. Ich habe hier schon Brennplätze. Ja gut, dann... egal, ich mache trotzdem nochmal hier. So. Na, wieder jemanden verbrennen müssen. Haben wir schon mal was vorbereitet. Von 5 Leichen. So, hier brauche ich auch noch Sachen für. Wir müssen jetzt die Sache mit der Hexe weitermachen. So geht ja gar nicht. Ich räume mal hier rein. Das räume ich da rein. Das räume ich da rein. So. Stahlsachen. Muss ich jetzt nicht alles mitnehmen. Und dann gehen wir mal los. Zur Hexe kann ich. Wir gehen in die Stadt. Wir gehen mal zum toten Pferd. Was mich nämlich mal interessieren würde, Handel. Ich kann mir doch hier noch so einen kaufen. Kann ich dann zweimal reisen? So, die kann ich verkaufen. Cool. Sehr schön. Oh, nee, das ist ja doof. Okay, da haben die sich natürlich... da haben die sich gedacht, so nicht, nicht mit uns. Das habe ich dann wohl umsonst ausgegeben. Wir gehen mal zum Schmied, ob der uns jetzt so einen Pottich verkauft. Bitte, bitte, bitte. Nö. Was muss ich denn machen, um Rang 2 zu kriegen? Hä? Muss ich hier Sachen verkaufen? Ja, ach du Schande, ich muss ganz viele Sachen verkaufen. Okay, wir müssen viele, viele Sachen verkaufen. Das ist natürlich ungünstig. Boah, so ein Mist. Das kann sich ja nur noch um Stunden handeln. So, warte mal. Ist es nicht Zeit? Ja, wir gehen zum Inquisitor. Schnell, bevor der Tag vorbei ist. Wir gehen zum Inquisitor. Vielleicht sollte ich das vorbereiten und dann weiter aufnehmen. Also jetzt gehen wir mal eben zum Inquisitor mit den Sachen verkaufen und so. Da kann ich ja noch ein bisschen basteln, ne?
Obwohl, wir wollen aber die Kirche verbessern und wir gehen zum Inquisitor. Und danach werde ich dann, So, hallo. Ah, Wärter, ich genieße die Luft hier. Sie ist etwas Rechtschaffendes. Es wärmt mir das Herz, dass wir hier bald eine weitere Hexe verbrennen werden. Momentan foltern wir sie noch. Na, das ist ja sehr erfreulich, da kichert er. Aber Vergebung ist es wert. Dieses Mal sollte das Verbrennen perfekt werden. Wir müssen beweisen, dass keine Hexe unserer Rechtschaffenheit entkommt. Wir müssen hier noch ein paar Vorbereitungen treffen. Du kannst der Heiligen Inquisition helfen. Wir brauchen Brennholz für ein schönes, warmes Feuerchen. Und so viele Flugblätter, wie du bekommen kannst. Bring 20 Brennholz und 10 Flugblätter. Sekunde mal. Zack. Benutzen. Zu Hause. Ich habe da schon Flugblätter gemacht. Was brauchte ich denn nochmal für Flugblätter? Sekunden. 5 Flugblätter habe ich hier. So, Flugblätter. Ah, jetzt kann ich... Flugblatt, hier. Ah, da brauche ich Tinte für... Shit! Ich kriege keine Tinte zusammen. Schwarze Farbe, gefertigt an Alchemie. Schwarze Farbe. Vermutlich Öl. Und Schwarzpulver. Wie stelle ich denn Schwarzpulver her? Schwarzpulver, dieses, die Asche. Schon klar, wie ich die herstelle. Nee, wie stelle ich denn Öl her? Da brauche ich wieder so eine Ölpresse für bestimmt. Landwirtschaft. Wie stelle ich denn Öl her? Kann ich das schon irgendwo herstellen? Ich weiß es nicht. Mist, aber ich kann auch nichts mehr kaufen. Ich kann leider auch nichts mehr kaufen. Weil dieser komische Händler, der redet mit mir nicht mehr. Also von dem kriege ich irgendwie keine Tinte mehr. Das ist natürlich auch noch ein Problem. Außerdem ist der Priester gleich wieder weg. Aber Brennholz kann ich dem schon 20 bringen. Hatte ich nicht gerade irgendwo noch 20 Brennholz? Na, der ist jetzt vermutlich gleich weg.
Schauen wir mal, was liegt denn da rum? Achso. Natürlich. Ja gut, jetzt in der Nacht ist denn... Ach, es ist schon der nächste Tag. Okay, hat sich erledigt. Aber ich sollte ja eben mal kurz mir das Portal angucken. Hey! Hör auf, hier rumzuschleichen. Ich hab dich gewarnt. Hä? Ich verstehe. Ich vertrete mir nur die Beine. Hier gibt's nichts zu sehen. Was machst du denn hier? Ist ein Hinterhalt. Ich bin kein Experte, aber nach Hinterhalt sieht das mir nicht aus. Der Inquisitor hat einen Albtraum über dieses Portal und den Kultisten. Okay. Also warten wir hier jetzt auf den Kultisten. Welchen Kultisten? Schlimme Leute. Die stecken bestimmt mit den Hexen unter einem Hut. Hilf mir doch mal, Tom. Das sind Hexen, Kultisten, Schweine, weißt du? Die wollen unseren geliebten König umbringen. Und sie wollen die Inquisition abschaffen. Und sie wollen unsere Jobs wegnehmen. Vielleicht bist du ja ein Kultist. Nee, ich bin nur der Friedhofswärter. Ich gehe ja schon. Ich kann den Stein nicht untersuchen, während sie hier sind. Achso, das ist natürlich doof. Dann gehen wir halt wieder. Was ist denn das hier? Marmor? Das sieht aus wie Marmor. Was ist denn das hier? Oh. Dann machen wir das mal weg. Abkürzung. Cool. Jetzt kriege ich eigentlich hier raus. Gar nichts. Okay. So. Jetzt haben wir auch noch einen Marmorblock. Das ist sehr fein. Gut, da oben kann ich nichts mehr machen. Wir haben jetzt Brennholz. Und damit kann ich aber gerade auch nichts machen. Doch, kann ich da rein tun. Wir haben so viel Zeug dabei. Ich brauche dringend... Ja, genau. Rote Punkte. Wie kann ich denn jetzt Öl herstellen? Warte mal. Kann ich hier Öl herstellen? Nein. Da kann ich jetzt nicht gucken. Ich muss doch irgendwo Öl herstellen können. In der Papierpresse könnte man ja auch was anderes pressen, aber irgendwie scheint das nicht zu gehen. Ansonsten entweder bringe ich der Hexe einen Heiltrank. Das könnte ich natürlich auch machen. Oder halt diesen Kessel, was ich ja irgendwie besser fände. Gut, wenn ich da jetzt nichts weiter machen kann, dann gehen wir gleich erst nochmal in den Kerker. Benutchen, so. Also mit diesen Flugblättern, ja. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Ascheschleim. Kann ich daraus nicht schwarze Farbe machen?